Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri und begrüße euch zu einem neuen Let's Play Mobile. Das Game, welches ich spiele, trägt den Titel Flyby und stammt von dem Entwickler Nathan Williams. So, dem Namen her zu urteilen, also Flyby heißt ja Vorbeiflug auf Deutsch übersetzt, würde ich mal sagen, es ist ein Fliegerspiel. Aber das schaue ich mir jetzt einfach mal genauer an und drücke hier unten auf den Play-Button. So, okay, also ich muss jetzt hier auf das Tablet oder beziehungsweise auf das Smartphone drücken. Und umso länger ich drücke, umso höher fliegt er. Genau. Das klappt schon mal. Fliegen bekomme ich hin. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich diese Münzen einsammeln. Ui, ich weiche ihnen aber gerade eher aus, als dass ich sie einsammle. Also das Ziel ist, die Münzen einzusammeln und ihnen nicht daran vorbeizufliegen. Aber das muss man natürlich auch ein bisschen üben. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber man bekommt es auch gut als Anfänger hin. So, was kommt hier? Oh, was kommt jetzt? Ja, jetzt kommen hier so vorbeischwingende Kettendinger. Wow. Okay, also durch die Ketten kann man fliegen, wie ihr eben gesehen habt. Nur, ich glaube, ans Ende darf man nicht kommen, sonst ist mein Flugzeug gleich kaputt. Also, oh, das ist schon schwierig. Aber auch gleichzeitig eine Herausforderung. Es soll ja nicht so einfach sein, das Spiel, sonst wird es schnell langweilig, ne? So, jetzt hat sich auch mein Hintergrund verändert. Oh, jetzt kommen auch Raketen. Natürlich noch mal gefährlicher, als wenn ich hier durch Raketen fliegen muss. Und ein anderer Hintergrund hier mit den Häusern und Bäumen. Also, ich hoffe, ich krieg das hier. Wann ist endlich dieser Raketenschwarm hier zu Ende? Ich möchte nicht sterben. Ich möchte gerne noch weiterspielen. Das ist echt lustig. Vor allem, wenn man so Hobbypilot oder selbst Pilot ist, macht es echt Spaß. So. Survive City steht da oben. Ist wahrscheinlich eine Mission. Oh, was hier jetzt in der Mitte? Ich fliege mal lieber nicht durch. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe Angst, dass mein Flugzeug kaputt geht. Das war ja auch schließlich teuer. Also Flugzeuge sind ja nicht gerade günstig. Okay, jetzt bin ich reingeflogen und bin tot. Oh, Mann. Okay, dann schaue ich mal hier. Hier gibt es noch so ein Dollarzeichen. Und guck mal, was es in dem Store so gibt. Habe ich jetzt hier links, sehe ich meine Münzen, die ich eingesammelt habe, 64, davon kann ich mir leider noch nichts leisten. Kein Power-Up. Und was kann man hier noch kaufen? Oh, cool. Sogar andere Flugzeuge. Und mit einem Helikopter kann man auch fliegen. Oder wenn man ganz viel Geld eingesammelt hat mit einem UFO, was ich auch sehr lustig finde. Also wo hat man schon mal die Möglichkeit, mit einem UFO zu fliegen? Also das gibt es ja in keinem anderen Spiel. Oder zumindest kenne ich keins. Und hier kann man noch mehr Geld einlösen. Ja. Okay, cool. Also ich kann leider noch nichts kaufen, bin noch ein bisschen zu schlecht dafür. Aber jetzt bin ich wieder im Hauptmenü und schaue mir mal an, was es hier noch so gibt. Auf diesem Ausrufezeichen. Okay, das sind meine Challenges, also meine Missionen, die ich noch nicht erfüllt habe und welche ich schon erfüllt habe, wofür ich Geld bekommen habe. Cool, okay. Also hier findet ihr so eine Übersicht. Da könnt ihr vielleicht auch euch daran orientieren, was ihr als nächstes erreichen möchtet. Worauf ihr euch konzentriert. So, und daneben ist so ein Podest. Und da kann ich mich mit Google Plus einloggen und halt meinen Highscore mit meinen Freunden teilen. Und die Informationsbutton, da findet man nochmal die Entwickler. Und hier oben rechts ist auch noch sind auch noch Noten, zwei. Da kann man, nehme ich mal an, genau, die Musik ausschalten. Und hier links ist dieses Geschenk Giftes, okay. Kann man nochmal sich mit Google Play verlinken. Und ich schaue jetzt aber mal weiter, weil ich möchte das Ganze nochmal spielen und schauen, ob ich es jetzt vielleicht weiter schaffe. Das war ja mein erster Versuch. Aber so würde ich sagen, als erster Flugversuch war das gar nicht so schlecht. Oh, jetzt. Ah, okay. Also das wird, glaube ich, immer hier zufällig generiert. Also es ist nicht immer das gleiche Level, was ihr spielt, sondern es ist immer anders. Finde ich natürlich auch sehr spannend. Also es ist nicht, dann wird das nicht so schnell langweilig, auch wenn ihr jetzt nochmal diesen Teil, also nochmal spielen müsst. Aber es ist trotzdem anders. Oh, jetzt bin ich hier. Oh, Mist. Da ist mein Mann geflogen, aber jetzt, man kann ja hier Gott sei Dank immer neu starten. Ist ja nicht alles verloren.
Und dann probiere ich das Ganze doch normal. So. Okay. Also diese Dinger hier sind mir nicht so sympathisch, ihr seht. Ich bin nicht so gut im Fliegen. Aber das bekommt ihr bestimmt besser hin als ich. Also bin da ja nicht so begabt in diesen Fliegerspielen, aber es macht mir trotzdem Spaß. So, und diesen Dinger muss ich ausweichen, wie ich jetzt weiß. Ist aber auch nie. Ich glaube, ich sehe aus, als wäre ich betrunken in dem Spiel, weil ich die ganze Zeit hoch und runter fliege und sterbe. Aber einmal muss ich es jetzt noch probieren. Das kann nicht sein. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Es macht richtig Spaß, das Spiel. Vor allem, ihr habt gesehen, ich habe gerade einen schwarzen, eine schwarze, ihr habt eine schwarze, ich habe eine schwarze Münze, so, jetzt habe ich es eingesammelt, und die hat mir 10 Dollar gebracht. Also die roten bringen einem 1 Dollar und die schwarzen 10. So, jetzt packe ich das aber. Hier durch die schmale Felsenwand. Jetzt kommen wieder diese schwingenden Ketten. Okay, und ich bin wieder tot. Naja, ich denke, das reicht auch als kleiner Einblick. Ich möchte bestimmt nicht nochmal sehen, wie ich sterbe. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel, finde ich. Und ist auch mal was anderes, wenn man hier mit einem Piloten so... Also vor allem auch, finde ich, diesen Store, wo man die Flugzeuge und Helikopter und sowas kaufen kann. Und vor allem UFO, finde ich echt eine lustige Idee. Und auch, dass man nicht immer von Anfang an, also wenn man einmal tot ist, so wie ich, wie man es gesehen hat, dass man dann nicht immer nochmal neu starten muss, also komplett von Anfang an spielen muss, sondern hier immer beim letzten Punkt aufhört. Das heißt, man kommt dann auch immer weiter, auch wenn man verliert, aber man kommt trotzdem weiter. Und das finde ich echt eine super Idee. So, ich spiele jetzt nochmal hier. Oh, okay. Also ihr seht, passt auf diese Dinge auf, nicht so wie ich. Fliegt dran vorbei, gebt euer Bestes, und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf dieses lustige Spiel und wollt zum Piloten bzw. Hobbypiloten werden, dann findet ihr den Link zu diesem Game unter dem Video in der Beschreibung, und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Arcade-Action-Game. Eure Miri.